Hallo miteinander und willkommen zurück zu Let's Play Space Engineers mit mir, Katerzockt. Ich bin immer noch in der gleichen Aufnahmesession. Ich habe hier irgendwo ein Tunnelboard. Ja, hier. Da oben. Ich weiß es nicht mehr. Ich bin gerade eben raus und weiß es nicht mehr. Aber, scheißegal. Ich habe ein neues Vorhaben. Und für dieses Vorhaben werden wir dieses Loch hier benutzen und erweitern. Jawohl. Und zwar so. Ich würde gern ein bisschen tiefer noch. Ginge das vielleicht? Jawohl. Na? Er ist so richtig will er immer nicht in Tiefe, ne? Das ist so ein Ding. Nee, Tiefe mag ich nicht. Lass mich. Der Handbohrer. Ja, ja. Der ist rot, also. Scheint kein Bosch zu sein. Ja, Mist, ich muss noch tiefer. Warum geht er immer automatisch hoch, wenn ich gerade ausgrabe? Das ist auch so eine Sache. Das verstehe ich einfach nicht. Hallo. Bitte. Genau mit Linksklick. Nichts passiert. Toll. Ich wollte jetzt eigentlich unsere Base untergraben und einen Keller reinmachen. Aber anscheinend möchte mir das Spiel nicht erlauben, noch tiefer zu graben. Ja, aber das darf doch nicht kommen. Dann braucht man dann nachher auch noch ein extra Spezialfahrzeug, um hier den Tunnel auszugraben. Und ihr wisst doch, wie gut ich Fahrzeuge bauen kann. Und vor allem, wenn ich Fahrzeuge habe, wie gut ich mit denen im Eis graben kann. Na, das wisst ihr ja alle, das habt ihr ja schon gesehen. Wer es nicht gesehen hat, ich verlinke euch das Video. Mache ich wahrscheinlich nicht, aber ich habe es wenigstens ankündigt und ich halte mich nicht an meine Ankündigung. Das passt ja dann, oder? Das ist okay, das darf man auch mal. Man darf auch mal was ankündigen, was man da nicht hält. Aber jetzt machen wir erstmal hier unseren kleinen Keller. Wir müssen nur aufpassen, dass man nicht oben rausgrabt, so wie hier. Sowas kann man schon stehen lassen. Aber eigentlich, aua, würde ich das gerne. Komm, mach weg das Ding. Was ist das jetzt? Oh Mann. Ich wollte doch eigentlich nichts aufnehmen. Also, kein Eis aufnehmen. Warum bin ich hier zu hoch? Das ist auch noch so eine Sache. Ich verstehe es nicht. Ja. Okay. Und jetzt? Jetzt darf ich hier... Hallo, darf ich hier vielleicht mal weiter graben? Naja. Das von der Höhe ist noch so eine Sache. Ja, hier sind wir überall zu hoch. Das könnte vielleicht so einen Vorraum geben irgendwann. Ich weiß übrigens auch nicht mehr, wo der Ausgang ist. Ich schätze mal hier. Jo, passt. Okay. Gut, wir brauchen ja irgendwo die Verbindung nach oben. Also machen wir die hier, ne? Ja, warum nicht? Warum denn auch nicht? Und hier geht es immer noch tiefer in den Schollen. Ich würde gern tiefer, aber... Wie ihr seht, es ist furchtbar. Ich höre Schritte. Ne, das ist die Musik. Es ist so unheimlich schwer, hier in Space Engineers sich runterzugraben mit dem Bohrer. Außer vielleicht, warte mal. Ich kann mich doch ducken. Oh mein Gott! Trick Nummer. Weiß ich nicht. Aber ich kann mich runtergraben.
Einfach C drücken, ducken. Jetzt gräbt es sich ganz von alleine runter. Toll. Hätte ich das gewusst. Mit C immer schön weiter runter und runter und runter. Bis wir irgendwann nicht mehr im Eis sind. Ja, und so wird unsere Basis einfach mit Tunneln verbunden. Die wir irgendwann auszubauen haben. Jetzt geht's hier ins Gestein, endlich. So. Oh mein Gott. Und hier im Gestein möchte ich gerne einen Raum ausheben. Denn da möchte ich... Ja, sorry, dass ich gerade nicht so viel rede. Fällt mir gerade auf, dass ich kaum was rede. Ich möchte hier im Gestein gerne einen Lagerraum gestalten. Hier kommen später ganz nützliche, tolle Dinge hin. Vielleicht machen wir auch keinen Lagerraum hier unten, sondern eher so ein Verarbeitungszentrum. Dass wir hier unten das Ganze mit der Raffinerie und so Zeug einfach hier unten aufbauen. Das ist doch kein Eis, nicht? Ja, ja, genau, das sind die Erze, die es mir anzeigt. Mhm. Bestimmt. Das hat gerade auch extrem nach Eis ausgesehen, ja? Also für mich ist das Stein hier. Ich weiß ja nicht, wie ihr das seht, aber irgendwie scheint mir das doch eher Stein zu sein als irgendwie Eis. Mal ganz im Ernst. Ist doch kein Eis. Was ist das? Hä? Stein. Steht doch dran. Ja, das Thema ist halt, in so einem Tunnel, wir müssen den irgendwie auch seitlich auskleiden, da wir sonst die Energieversorgung für unten extra machen müssten. Eine extra Energieversorgung. Ich würde gern alles an die gleiche Energieversorgung anschließen. Darum muss hier alles ausgegraben werden. Und zwar relativ groß. Oh mein Gott, meine Energie geht leer. Schnell! Wo geht's raus? Hallo? Ist mein Mast? Hier. Ziemlich knapp. Ich habe immer noch kein Uran gefunden. Kann das vielleicht sein, dass es in der ganzen Welt kaum Uran gibt? Ich habe keinen. Mal im Ernst. Ich habe kein Eisen gefunden, was echt nicht selten sein dürfte. Ich habe kein Uran gefunden. Ich habe kein Gold. Ich habe kein... Ich habe gar nichts gefunden, außer Eis und Stein. Und das ist schon hart wenig, wenn ich mal ehrlich bin, ja? Und ich bin ehrlich. Ich bin ein ehrlicher Mensch. Sehr, sehr ehrlich. Mein Name ist Ehrlich. Sehr ehrlich. Ich kann eh nichts bauen jetzt. Ich kann nur weiter graben. In der Hoffnung, dass wir noch irgendwie unter unserer Basis auf Uran stoßen. Uran wäre echt mal von Vorteil. Aber dazu könnte ich eigentlich jetzt sofort meine Taschen leeren. Wenn ich schon hier oben bin, dann leeren wir zuerst mal die Taschen. Warum habe ich den Helm jetzt zu? Ich brauche den Helm nicht zumachen, wir haben Sauerstoff. Oh Mann, falsche Taste, halt, stopp. Weg, 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 weg. Weg, 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 weg.
Ja, ich brauche das nicht jedes Mal sage, aber weg, weg, weg. Weg, 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 weg. Machen wir das hier rein. Genau. Dann hat er nämlich, wenn die Sonne rauskommt, auch sofort wieder etwas zu tun. Es könnte durchaus passieren, dass wir es nicht mitbekommen, wenn die Sonne aufgeht. Ja, ja. Warum denn nicht? Einfach weil wir unter der Erde sind. So, also, aufbauen kann ich hier nichts. Wir graben da unten weiter. In unsere Lagerstätte. Stätte? Ich bin so still heute. Also, ja, ich bin so still. So extrem still bin ich heute. Aber egal. Dann genießt einfach, wie ich mich hier durch den Berg baue, ohne etwas zu sagen. Ist doch auch mal schön, wenn ich mal die Klappe halte. Ich kann es da gerade echt schwierig einschätzen, ob es jetzt noch tiefer geht gerade oder ob es höher oder... Ich kann gerade einfach die Richtung nicht mehr einschätzen, aber ich glaube, jetzt sind wir doch noch ein Stück tiefer gegangen. Gerade im Moment bin ich tiefer gegangen. Mit dem Raum. Also der Raum wird gerade immer tiefer, obwohl ich relativ nach oben grabe. Aber vielleicht reicht relativ nach oben manchmal nicht. Vielleicht muss man manchmal ganz nach oben. Oh. Ja, toll. Jetzt hat er voll das Gefälle, der Raum. Das wollte ich nicht. Aber das ist halt mit C. Gibt es kein Zwischending zwischen C und Steh? C und Steh, ne? Weil so grabe ich nur nach oben und so nur nach unten. Weil muss ich einfach so ein Zwischending machen. So. C, Leertaste, C, Leertaste, C, Leertaste. Und in der Hoffnung, dass es dann gerade läuft. Läuft es jetzt gerade? Es geht. Ah. Vielleicht die ganze Zeit C. C, 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 C. Also immer ducken und nicht mehr ducken und ducken und nicht mehr ducken. Ah, da unten ist Eis. Toll. Wo geht's denn jetzt hin? Ich habe das Graben für mich entdeckt. Ich habe das Graben für mich entdeckt. Oh Mann. Ja, 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 ja. Graben. Graben Sie tief. Ja, genau. So graben wir uns einen Loch. Einen? Und ich glaube, ich mache es jetzt so, weil es eben irgendwie jetzt gerade, weil wir irgendwie nur da hängen und es nicht richtig spannend ist, bin ich jetzt am Überlegen, ob ich warten soll, bis es Tag wird und einfach rausschneide, das ganze Ding rausschneide, um dann einfach am Tag wieder zu beginnen, wenn das Energie gibt. Aber das, ja, ach, ich bin so am Verzweifeln. Also hier hat es auf jeden Fall mal nichts zu finden. Vielleicht mal den Erdsensor nochmal weg. Ich baue ein kleines Fahrzeug. Ich habe gar keinen Erdsensor hingemacht. Na dann. Ich glaube, ich baue ein kleines Fahrzeug. Ein sehr kleines Fahrzeug. Vielleicht sowas wie ein Motorrad. Geht das bei Space Engineers?
dürfte eigentlich schon gehen, oder? Na, mal schauen. Also, ich glaube, ich mache das so. Ich baue jetzt ein winzig kleines Fahrzeug, wo nur ein Erdsensor dran ist und ein Cockpit. Wie will ich ein Cockpit bauen? Ich habe auch keins mehr zum Abreißen. Ja, mit dem Fahrzeug wäre ich dann hier über den See geheizt, um die Basis zu verlieren. Das machen wir knallrot. Scheißegal, knallrot wird das Ding. Und ich brauche dafür Herstellungskomponenten. Motoren. Das brauche ich bestimmt. Das hier. Anzeige. Sensorkomponente. Panzerglas. Und was noch? Ich brauche gar kein Cockpit. Ich glaube, so ein Stuhl, wie er hier irgendwo oben noch steht, reicht. Aber irgendwie stimmt was mit der Gravitation heute auch nicht. Das ist irgendwie echt komisch. Ich fliege die ganze Zeit nur noch irgendwie rum. Halt, erst oben. Jawohl. Immer schön von oben nach unten abbauen, das Ganze. Oh, da ist noch ein Licht. Sehr schön. Komm. Jetzt habe ich's. Na, das Licht muss weg. So. Alle Stahlplatten für mich. Jetzt ist natürlich die Frage. Kriegen wir das hin? Das Fahrzeug zu bauen mit den Komponenten, die wir jetzt noch übrig haben. Aua! Also, ich brauche zumindest mal ein Fahrwerk. Einfach nur, um dem ganzen Ding zu sagen, du möchtest ein kleines Fahrzeug sein. Genau. Dann möchten wir gerne so. 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 So, so. Einfach sowas. Dann brauchen wir ein Rad, und zwar kleines Rad. Ja, 3x3 Rad brauchen wir schon. Lässt sich das nachher auch drehen? Ja, ich denke schon, ne? Wäre echt schwach, wenn nicht. Okay, da fehlt mir Herstellungskomponente. Die Stahlplatte braucht nicht verschweißt sein. Das macht nichts. Es gibt ein paar Sachen, die sollten verschweißt sein, aber... muss nicht. Okay, Radaufhängung. Falsch gedreht. Wie rum gehört's denn jetzt? Normal so. Nee. Anders. Ach was. Geil. Wie rum hatte ich es jetzt? Dann machen wir es mal so rum. Und hier auch noch. Und gut. Dann brauchen wir einen Erzsensor. Und einen Sitz. Flugsitz. Ja, einen Flugsitz brauchen wir. Wir benötigen einen Flugsitz. Und ihr seht dann, wenn ich es schaffe, da hoch zu fliegen. Okay. Ne, es ist, nicht möglich, den Flugsitz hier drauf zu klatschen. Warum auch immer. Naja, okay. Flugsitz. Versuch Nummer 2.
Geht nicht. Warum kann ich den nicht da drauf packen? Es ist kein flugfähiges. Kann ich das mit einer Kontrollstation? Fernsteuerung wäre natürlich auch was. Aber. Control Station. Geht auch nicht. Großes Schiff ist nicht verfügbar. Ah, ich verstehe. Nee, das geht nicht für ein kleines Schiff. So. Da müssen wir doch echt ein Cockpit bauen. Ups. Das wollte ich so nicht. Bums. Dann, bla bla bla. Cockpit. Ein Cockpit. Und das seht ihr beim nächsten Mal, wie ich dieses Cockpit beschäftige. Okay, gut. Ich bin raus. Wenn es euch gefallen hat, lasst einen Daumen nach oben da. Über ein Abo freue ich mich immer. Und es wäre toll, wenn ihr mich weiterempfehlen könntet, wolltet, dürftet. Nein, dürfen? Ich erlaub's euch. Empfehlt mich weiter. Bis zum nächsten Mal. Euer Kader zockt.